Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben Dezember und wie angekündigt gibt es bei mir im Dezember ja den Adventskalender im Bereich Watercolor Tutorials und genau, wir öffnen alle zwei Tage ein Türchen, so auch heute. Und das Ganze funktioniert so, ihr könnt euch am Tag, an dem das neue Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal startet, vorab die Skizze auf meinem Instagram-Account in meiner Story screenshotten und könnt euch die Vorlage ausdrucken. Genau, und dann könnt ihr mit mir zusammen 12 wunderschöne Weihnachtsmotive im Boho-Style malen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, euch gefallen die Motive. Ich wünsche euch viel, viel, viel Freude, viele schöne, tolle Ergebnisse und würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr das Ganze anschließend auf eurem Instagram-Account auch veröffentlicht oder postet und dabei mich als Kerstins kreative Ecke verlinkt und den Hashtag kreativ mit KKE benutzt, denn dann ja, kann ich eure Beiträge auch finden und kann die liken und kann die natürlich auch teilen in meiner Story. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem heutigen Tutorial und sage ciao, ciao, bis übermorgen. So, ihr Lieben, heute ist das Finale. Heute gibt es das letzte Tutorial aus meinem Boho Christmas Adventskalender. Und ja, heute gibt es den typisch amerikanischen Weihnachtstag, an dem der Santa kommt und die Socken bereit hängen. Und ja, das Motiv ist ein Treppengeländer, wo eine schöne Tannengirlande dran befestigt ist und wo die Socken dran hängen. Ein Sofa steht unten dann noch im Raum unter der Treppe. Und genau, ich mache jetzt hier so einen leichten Hintergrund mit ganz viel Wasser und einem Hauch von, ja, so einem Braun da reingemischt und schraffiere damit die ganzen freien Stellen. Und dann gehe ich mit einer zarten, zwar dunklen, aber zarten Braun ja, in einer ersten Schicht über die über das Treppengeländer. Anschließend male ich dann ein klein bisschen abgedunkelt oder abgeändert mit dem Braun die Treppenstufen. Und genau, ja, ich bin in den letzten Zügen und muss jetzt mich ranhalten, damit ihr heute noch das letzte Türchen öffnen und dieses Tutorial gucken könnt. Ich wünsche euch wie immer bei meinen ganzen Motiven viel, viel Spaß beim Nachmalen. Ich weiß, dass einige von euch die Zeit zwischen den Jahren nutzen wird oder auch diese beiden ersten und zweiten Feiertage, um dann noch ja, Motive nachzuholen. Ich bin gespannt und freue mich auf jedes Einzelne, was ich bei euch auf eurem Instagram-Account finde und genau, welche Farben ihr verwendet habt und welches Lettering oder vielleicht auch ohne Lettering. Genau, ich habe diesmal auch wieder freigelettert und habe euch eine etwas andere Lettering-Vorlage in meine Story auf Instagram gepackt. Aber ja, das könnt ihr, wie gesagt, frei entscheiden. So, hier habe ich jetzt die Treppenstufen gemalt und ich male es heute sehr, sehr pastellig mit, also die Farben jeweils mit ausreichend Wasser angemischt und genau, halte mich so ein bisschen in den Brauntönen komplett auf. Auch das Sofa wird jetzt gleich braun und dann darf natürlich das Grün nicht fehlen für diese Tannengirlande und das Grün findet sich dann auch auf dem Kissen auf dem Sofa wieder. Und mit einem grünen Brushpen schreibe ich auch den größten Teil des Letterings. Und sogar bei den Sprenkeln bin ich heute bei der grünen Farbe. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle heute Abend einen richtig schönen heiligen Abend verbringen könnt, dass ihr keine Sorge um irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde haben müsst, die vielleicht krank sind gerade.
Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viele positive Momente und gute Gedanken, ein gutes, leckeres Essen, eine tolle Gemeinschaft, auch wenn wir die nicht mit vielen Menschen verbringen dürfen. Aber ja, wie gesagt, von Herzen nur das Beste und dann natürlich auch eine bisschen entspannte Zeit, um so ein bisschen abzuschalten. Ja, das Jahr vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und Gedanken vielleicht auch abzugeben, Türen, die sich verschlossen haben, vielleicht einfach ja, hinter sich zu lassen und gleichermaßen dann vielleicht ja, die Augen und die Hände wieder frei zu haben für eine neue Tür, die sich im neuen Jahr vielleicht auch für euch öffnen wird. Genau. Ja, und dann ist es bald soweit. Zwischen den Jahren bekommt ihr dann schon meine beiden Bullet Journal Videos. Zum einen das Setup für 2022. Ich darf ein ganz neues Bullet Journal anfangen von Lebenskompass. Das stelle ich euch dann auch nochmal genauer vor. Und dann werde ich natürlich auch noch mein Januar-Setup hochladen. Ich freue mich mega drauf. Ich weiß schon genau, wie es ausschauen wird und welche Sticker und Dinge ich dafür auch verwenden werde. Und genau, meine bisherigen Mitglieder, die schon bereits dabei sind, dürfen sich dann zwischen den Jahren auch auf den ersten YouTube-Crew-Newsletter freuen. Und indem es dann die ganzen Vorlagen und ganzen Vorteile und Codes und Workshop-Kontaktdaten gibt für den Januar. Und genau, ich freue mich da riesig drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das neue Jahr mit sich bringt. Und ich hatte ja, glaube ich, schon mal bereits erwähnt, dass für mich ein Umzug ansteht. Und dass sich auch dann in Bezug auf das Business eben Räumlichkeiten ergeben, die ich hoffentlich im neuen Jahr trotz Corona dann auch einweihen und nutzen darf. Und genau, so, jetzt weiche ich ein bisschen von der Farbe ab. Das heißt, für die Socken habe ich mir das Englisch Rot ausgesucht, habe das für den unteren Teil der Socken ganz, ganz hell angemischt. Und für den oberen Bereich, der an der Socke so umgekrempelt ist, habe ich das kräftiger gemalt. Und ja, male jetzt hier jede Socke noch mit so einem bisschen anderen Muster. Und habe zum Schluss sogar dann noch mich dazu entschieden, dann auch in den Socken die grüne Farbe etwas wieder zu spiegeln, damit das Ganze noch besser miteinander harmoniert. Und ja, hier gibt es jetzt die Zweige für die Tannengirlande. Und dann male ich natürlich wieder die Nadeln mit dem helleren Grünton und anschließend mit dem dunklen Grünton. Und hierbei, gerade weil diese Nadeln oder diese Tannengirlande auf dem Motiv ziemlich klein ist, male ich die dunklen Nadeln sehr, sehr, sehr fein, ganz dünn und auch nicht so üppig, damit man dieses Hell drunter einfach auch besser sehen kann. Und ja, hier und da gehe ich zusätzlich nochmal in verschiedene Stellen rein und mache noch einen Zweig dazu oder mache noch ein bisschen so, ja, ein paar Tannennadeln in solche Lücken rein. Das könnt ihr auch machen, weil sonst würde das Ganze so ein bisschen nackig und eckig und kantig ausschauen. Genau, und dann kommt noch eine Verzierung auf mein Kissen. Da gehe ich auch hernach nochmal mit Wasser rein. Das kennt ihr bereits von mir. Da kommt wieder mein Markenzeichen durch, dass ich das Kissen nochmal ein bisschen heller pigmentiere, beziehungsweise das Pigment von der grünen Farbe wieder an die Ränder schiebe. Und dann mache ich da noch ein kleines Tannenbäumchen als Motiv drauf, wie so eine Applikation quasi auf dem Kissen. Und heute gehe ich auch wieder so ein bisschen mit dem Feinliner über die ganzen Sachen und male das etwas nach. Und ja, dann ist das finale Weihnachtsbild vom Weihnachtsabend schon fertig gestaltet. Eigentlich hätte ich mir noch gewünscht, ich hätte irgendwie noch einen Kamin mit reinzeichnen können, aber das hätte vom Platz her nicht mehr gepasst. Vielleicht könnt ihr das aber auch, wenn ihr das Ganze auf ein A4-Papier und dann im Querformat malt und euch die Vorlage trotzdem in A5 ausdruckt,
dass ihr dann das Sofa auf der rechten Seite einfach nur fertig malt oder es vielleicht auch einfach nur als Sessel malt und daneben dann einen Kamin. Das sieht bestimmt auch wunderschön aus. Und ja, hier bin ich wieder fleißig mein Aquarellpapier am Drehen, immer so, wie ich das brauche, um die Nadeln zu malen. Genau. Ja, mir bleibt irgendwie gar nichts mehr zu sagen sonst, nichts mehr zu erklären sonst. Ihr kennt die Vorgehensweise eigentlich mittlerweile bei meinen Aquarellbildern. Und genau. Ja, jetzt kommt hier, wie gesagt, die Aktion mit meinem Kissen. Der letzte Schliff. Und jetzt male ich hier noch so ein bisschen Steine an die Wand. Solche Mauersteine gibt es ja durchaus auch in einem Haus innen drinne. Ich hatte einfach das Gefühl, das passt hier zu dem Bild ganz gut dazu. Und dann zeichne ich unten gleich noch ein bisschen auch den Übergang von der Wand bis zum Boden ein und mache den Boden jetzt hier nochmal in einer etwas anderen Farbe, damit sich das von der Wand besser abhebt. Und genau. So, hier kommt der Fineliner zum Einsatz und wie gesagt, gleich kommt dann da noch ein bisschen grüne Farbe dazu. Hier gehe ich auch wieder so ganz hauchzart und mache die Outline ganz, ganz dünn, bei der Treppe ein bisschen kräftiger und bei dem Sofa auch recht dünn. Und das ist wieder mein brauner Fineliner, der sieht dann auch als Outline nicht so hart aus. Und genau. Ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut, wenn man so eine leichte Outline zeichnet. Eigentlich mache ich das sehr, sehr selten, aber irgendwie, ja, im Moment gefällt mir das, wie gesagt, ganz gut. Da ist jetzt das Tannenbäumchen. Und hier gehe ich nochmal so ein bisschen mit einem feuchten Pinsel über die Socken, um das wieder dann doch ein bisschen miteinander zu verblenden, damit das nicht so hart ausschaut. So, und jetzt kommt das Lettering, wie gesagt. Und genau. Ja, und dann wird, wie gesagt, gesprenkelt. Und noch ein bisschen grün auf den Socken verteilt und dann ist das heutige Tutorial auch wieder am Ende. Das letzte Türchen, die ganze Aktion vorbei. Das ging jetzt irgendwie so schnell und ja, ich verabschiede mich für dieses Jahr mit den Weihnachtsmotiven und winterlich geht es dann am 28. Dezember in meinem Bullet Journal für euch weiter und auch der Januar wird recht winterlich. Ich freue mich auf euch und wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Macht's gut, bis bald.